Also hier zum Beispiel habe ich einfach Essstäbchen. Oder was auch super gut funktioniert, sind diese, ich glaube, das sind so Grillpieker oder sowas. Und in dem Fall von dem Großen ist es dann ein Bambusstab, den man auch in verschiedenen Dicken wirklich benutzen kann. Das ist Treibholz, das ist jetzt auch gut schon ein Jahr alt, weil das eben ein Jahr schon draußen stand. Das ist die Aufwertung meines Schildes sozusagen. Und hier ist es wieder ein Essstäbchen einfach nur. Mit dem Kleber nehme ich immer alles Kleber. Da muss man wirklich aufpassen, auch dass bei der Sondereinstrahlung das ansonsten wegschmilzt, wenn man anderen nimmt. Ist mir auch alles schon passiert. Da kann man aber wirklich alles für Wänden verwenden. Wenn es kleiner sein soll, habe ich auch schon alte Eisstiele benutzt, ob groß oder klein oder Holz, was man findet. Eine Freundin ist jetzt im Urlaub, die sammelt ordentlich wieder Treibholz für mich, weil das finde ich auch am hübschesten. Und man kann es bemalen, man kann es mit Bootlack lackieren, sodass es auch ein bisschen hält. Oder in dem Fall hier habe ich teilweise alten Nagellack einfach nur verwendet auch. Wenn mal oben richtig langer Gartenabend war, hat man nicht verpasst zu wissen, wo sich das Sofa noch befindet, um sich schlafen zu legen. Hat man hier Hofer oder Sofa, wenn man die Hoffnung verloren hat, dann kann man nach der Hoffnung suchen. Die zwei Sachen, das Nimmerland und das Wonderland, sind natürlich Peter Pan und Alice im Wonderland. Wir suchen alle nach Antworten. Hier findet man sie in jedem Falle und die Reality unten verschwimmt ein bisschen. Ich habe aber auch ganz einfach natürlich Schilder mit Namen drauf. Eine runde Paprika oder Erdbeeren erkennt man meistens auch so. Na? Ich kaufe dafür selten irgendwas ein. Ich finde sowieso, wenn man einen eigenen Kreislauf kreiert, gehört das dazu, zu gucken, was man im Haus hat. Und das sind dann auch oft die Sachen, die ich da habe und wo ich dann abends ins Basteln komme. Oder wenn es ein Regentag wie heute ist, kann man auch noch was für den Garten machen.